Ja, liebe Leute, ich darf euch herzlich begrüßen zum dritten Rennwochenende hier, ja, in Shanghai, in China. Und ja, drittes Rennen. Wir sind gerade das Training gefahren, unsere Trainingseinheit. Das seht ihr jetzt auch gerade am Bildschirm. Das Endergebnis, der Baumi auf Platz 9, ich auf Platz 11. Also wir haben hier, glaube ich, eine ordentliche Aufgabe vor uns. Ich glaube, das wird nicht einfach. Also die Konkurrenz ist extrem schnell. Und von daher, ja, darf ich natürlich den Baumi an meiner Seite auch begrüßen. Ja, moin moin, liebe Leute. China ist Mercedes-Land. Das war in der Wirklichkeit so. Das ist im ersten Training hier so gewesen. Hamilton mit einem dicken Vorsprung, dann Rosberg auf der 2. Und dann der erste Red Bull. Das war Webber. Der Vettel, der ist auf der 6. Ja, Alonso auf der 8. Also da werden sich, glaube ich, heute einige die Zähnchen ausbeißen an diesen silbernen Autos. Und ja, können wir eigentlich ins Qualifying starten, ne? So ist es. So, hups, rein in die Karre. Und dann, ja, schauen wir mal, ob wir uns hier vorerst natürlich mal für Q2 qualifizieren können, beziehungsweise im Nachgang dann vielleicht noch für Q1. Aber ich glaube, das wird heute mit Abstand am schwersten im Vergleich zu den ersten beiden Rennen. Das glaube ich auch. Müssen wir mal gucken. Können ich glaube, das wird, ja. Können gerade mal aufs Wetter gucken. Es ist bewölkt fürs Qualifying. Aber zumindest jetzt und auch im Rennen kein Regen. Im Rennen wird es dann wieder ein bisschen schöner sein, da kann ja mal die Sonne rauskommen. Reifentechnisch können wir sagen, wir fahren heute mit den mittleren Reifen. Das sind die weiß markierten, das sind die Primes und die Option, die weiche Mischung, die gelben. Also nicht die ganz weichen, das wären ja die Supersoft, die roten. Was wir sagen können, Eindrücke aus dem Training, es ist wahnsinnig rutschig da draußen. Also dir geht permanent der Arsch weg, als ob ein Eigenleben hätte. Und da verlieren wir wahrscheinlich auch die meiste Zeit mit. Bei der Traktion. Das stimmt, das stimmt. Von daher schere ich mich mal raus in dieses Qualifying und guck mal einfach, wie es läuft. Genau, wir hatten gerade wieder gehört, wie er rausgefahren ist. So, das ist natürlich ein bisschen wenig. Machen wir so. So, ich probiere das jetzt am Anfang mit den... Oh Gott, was sind die abgefahren? Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie viele Runden ich eben gefahren bin mit den mittleren im Training, aber die haben nur noch 64%. Dann will ich nicht wissen, wie schnell sich hier die gelben abnutzen. Vor allem die Hinterreifen natürlich. JOJ, könnte man dazu sagen. Ne, ich habe mir auf jeden Fall auch einen härteren Satz nochmal draufgezogen. Ich denke, Q1 sollten wir eigentlich so im Normalfall bestehen. Normal ja, also wir fahren jetzt unseren Run, gucken, fahren rein, schauen mal auf die Zeiten drauf und dann sehen wir das ja. Auf jeden Fall hier muss man aufpassen, Boxenausfall, ihr habt es gerade gesehen. Wenn es blöd läuft, kannst du da mal schnell die Linie erwischen und dann hast du eine Penalty. Wir haben ja in diesem Jahr noch keine geholt. Entgegen zu F1 2012, da waren wir ja fleißig dabei beim Sammeln. Das stimmt. Wir haben Glück. Normal regnet es in China immer. Da kann man eigentlich wirklich die Uhr nachstellen. Also die ganzen Rennen in den letzten Jahren, die hatten zumindest an einem Tag, ob das jetzt Training ist oder Qualifying, zumindest immer irgendein Tag nass. Und wir haben das jetzt zum Glück diesmal nicht. Aber ich will es jetzt nicht vor dem Abend loben. Also das sieht schon sehr dunkel aus hier. Und wir haben auch letztes Jahr erlebt, als uns in Malaysia gesagt wurde, oder was war das in Kanada, blauer Himmel und 80% Regenwahrscheinlichkeit oder sonst irgendwas, da war es erstmal trocken. Ja, da kann man sich nicht immer drauf verlassen. Man kann sich nicht drauf verlassen, aber ich sag mal, laut Wetterbericht ist es schon mal ganz nett. Versuche ein bisschen was zur Strecke zu sagen, wenn ich dazu komme. Ja, ich bin auch gerade hochkonzentriert, weil das Auto einfach so unruhig liegt. Die erste Kurve, wo wir jetzt gerade drin sind,
Das ist quasi die Schneckenkurve. Die macht deutlich zu am Ende, wie wir jetzt gerade sehen. Da muss man das Auto wirklich gut platzieren. Das ist auf jeden Fall die erste Schlüsselstelle dieser Strecke. Ja, die erste Zeit oben fand der gerade, das sollte uns noch nicht unbedingt Angst machen. Sutil dagegen schon eher. Allerdings, das ist richtig schnell. So, da haben wir gerade die zweite Schlüsselstelle gesehen. Das ist nämlich diese langgezogene Kurve vor dieser langen Geraden. Und die ist wirklich sehr lang. So, erste Zeit. War gar nicht schlecht, würde ich sagen. Das ist durchaus mal ein ordentliches Ding. Was natürlich nicht vergessen dürfen, es war jetzt halt nicht so viel Benzin wie im Training und natürlich auch die fette Einstellung. Ich streue jetzt eine langsame Runde ein, weil ich da vorne aufgelaufen wäre auf die. Wahrscheinlich. Dann probiere ich es nochmal. Hinter mir ist ein roter. Lassen wir gerade fahren. Hab nicht so richtig Bock, der Typ. Ach, Junge, Junge. Also das kommt jetzt seit 2010 raus. Wenn man sich dieses Schauspiel hier anguckt. Das kann es nicht sein. Der fährt nicht vorbei. Also das ist wirklich ein absolutes Armutszeugnis für Codemasters. Wer sich das gerade nochmal angucken will, bitte zurückspulen und gucken. Ich weiß nicht, was der Master sich da vorstellt. Soll ich vielleicht 10 km/h fahren, bis der mal vorbeifährt? Man muss es dir natürlich jetzt erklären. Also ich war auf der Geraden kurz vor dieser letzten verzweigten, sagen wir mal, langgezogenen Kurve, diesem kleinen Geradenstück davor. Bin innen hingefahren, ganz innen, und wollte den Massa vorbeilassen. Ich langsam gefahren, noch langsamer. Meinen Sie, der würde mich überholen? Der blieb einfach daneben. Dann war ich irgendwann, wie schnell war ich? Vielleicht 50 km/h, 40. Immer noch daneben. Eieieiei. Das ist wirklich ein Armutszeugnis, dass sie das immer noch drin haben. Ich hab da gerade gesehen, wie nervös der Hintern ist in diesem Auto hier. Sieht's bei dir aus, platzmäßig, zeitmäßig? Aktuell erst 11, ja 1,408, also ich komme aktuell noch nicht so recht rein. Probleme mit Kers auf der schnellen Runde, dankeschön. Klasse, ne? Das wünscht man sich. Thank you.
Kommt wieder einer aus der Box. Im Normalfall weiß man ja, was das heißt. Nämlich blockieren. Ja, der ist brav. Ich bezweifle, dass der Bottas das auch ist. Doch, war er. Das kann nämlich jeder so dumm wie der Massa sein. Ach, Körs, komm mal wieder, bitte. Ich hab keinen Bock. Streikt. Will mehr Geld. Ist einfach nur ärgerlich, wenn das jetzt ausfällt. Klar. Toll, jetzt braucht Kers auch nicht mehr kommen. Wieso hast du die Karre zerschrottet? Nee, aber kein Sprit mehr. Okay. Ja, dann haben die Hanseln jetzt ein bisschen Zeit, das wieder ganz zu machen. Also ich komme noch nicht rein jetzt hier gerade. 39,3 aktuell. Das ist gar nichts. Ich hatte jetzt gerade eine super Runde nochmal zusammenbekommen. Hab's gesehen, ja. Nicht so eckig zu fahren auf der Strecke, weil das verträgt sich nicht mit der Traktion. Also wenn man nicht abstreiten kann, dass es Spaß macht. Ja, das ist klar. Wenn du ein bisschen immer quer fahren kannst, aber das ist natürlich nicht schnell. Jedenfalls nicht so wirklich. Und tut den schwarzen Walz nicht so gut. So, ich muss auf jeden Fall nochmal raus, weil mit Platz 16 da fühle ich mich mal total nicht sicher. Das kann man verstehen. Ich sollte mal üben, ich bin jetzt schon zum zweiten Mal hier durchgerauscht. Im Training habe ich es eben schon verkackt, die Boxeneinfahrt, und jetzt nochmal. Gerade wo ich reinkam, wollte irgendeine Mercedes raus. Ich kann natürlich nicht sehen, jetzt wer. Jetzt beide McLaren kommen raus. So. 16 von 22 sind wieder draußen. Das ist natürlich jetzt sehr voll. Das ist ordentlich voll. Ich fahre gerade hinter dem Bianchi hinterher. Mhm. So, ich habe gerade das Klassement mir mal aufgemacht hier. Um es mal anzugucken. Also eigentlich momentan ist nur der Maldonado dicht hinter dir. Bottas hat schon dicken Abstand. Meine Topspeed ist eine Katastrophe. Wie fährst du denn? 315.
ist nicht so wahnsinnig schnell. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ich fahre auf jeden Fall über 3,20. So, mal gerade drauf gucken. Na, die sind alle. Na gut, die Resta ist in der Box, Sutil drin, also beide Force India. Massa drin und ich. Ansonsten alles draußen. Jetzt ist der Massa anscheinend. Ne, ist er nicht. Hülkenberg ist rausgefahren. Alonso ist rausgefahren. Verwarnung. Uiuiuiui. Wegen Abkürzen? Nee, wegen Kollision verschuldet. Da muss man aufpassen. Ich meine, der ist Gott sei Dank ein bisschen entschärft worden gegenüber dem 12er. Da hatte man ja sofort eine Strafe am Hals. Wenn man da mal irgendwen falsch angeguckt hatte. Das stimmt. Ja, Bottas ist reingefahren, also von dem kommt normalerweise nichts mehr. Ich weiß natürlich nicht, wann der nochmal rausfährt, weil wir haben noch 4 Minuten 15 jetzt. Ist Maldonado draußen? Der fährt, ja. Der ist aber nicht gerade so wahnsinnig schnell unterwegs. Also würde mich wundern, wenn der jetzt schneller wäre. Aber das ist natürlich relativ knapp. Das sind nur 8 Hundertstel auf dich. Also theoretisch müsste der nicht unbedingt jetzt so viel schneller fahren, um da vor zu sein, ne? Ja, den letzten Sektor abwarten, wenn er drüber kommt. Ja, dein erster Sektor ist aber schon 1,2 Sekunden schneller gewesen als seine. Nee, der ist so ein bisschen langsam unterwegs. Keine Ahnung, ob der da bummelt oder Shoppingtour macht. Immer noch kein letzter Sektor jetzt von dem. War deiner aber ordentlich. Der jetzige. Ja, Mittel war kacke. Nee, immer noch kein Maldonado drüber gekommen. Und wieder den Quersteher, aber sowas von heftig. Ja, Maldonado hat sich nicht verbessert. Ja, wo hilft denn? Mir jetzt auch nichts mehr. Ich kann keine Runde mehr fahren. Aber ich habe keinen Sprit mehr. Ah, ja, ja, ja. Kann man nur hoffen, dass der jetzt da nicht schneller fährt. Bottas ist immer noch drin. Aber gut, die hinteren können wir vergessen hier. Bianchi, Chilton, Pick. Und den Van der Radl. Das können wir vernachlässigen. Aber halt der, die beiden Williams, also den Bottas, das weiß ich nicht. Wenn der jetzt nochmal gleich rauskommt. Der Mittelsektor von Maldonado ist auch nicht so. Bottas ist jetzt, glaube ich, nochmal raus. Ja. Ne, ich kann keine mehr fahren. Hilft mir nichts mehr. Beziehungsweise, wenn ich jetzt gleich nochmal rausfahre, aber... Ja, das reicht dann auf jeden Fall, denke ich mal, nur, ja, nur noch so einer, klar. Ne, die sind auch im Mittelsektor momentan nicht so wahnsinnig schnell unterwegs da. Haben wir denn immer noch ziemlich viele? So, ich gucke die ganze Zeit hier, ob irgendwer nochmal hier rausfährt. Out, Gutierrez nochmal raus. Wer? Ist der hinter mir? Hm? Ist Gutierrez hinter mir? Nee. Der ist 12. Nee, der Maldonado schleicht im letzten Sektor. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da einer schneller fahren sollte nochmal. Von denen. Maldonados erster Sektor ist jetzt auch eine Sekunde langsamer als deiner. Von der Runde hier. Das ist dann quasi fast seine letzte. Er könnte hier nach noch eine fahren. Und Bottas weiß ich nicht. Es dauert wieder schwer lange, bis der letzte Sektor kommt.
Ne, ich glaube, das müsste nochmal so geschafft haben. Maldonado mich jetzt reingefahren. Ja? Ja. Bottas ist halt noch draußen. Aber da kommt lange, lange kein letzter Sektor. Und jetzt wurde der vorher, der war auch langsam. Der war 31,8. Also natürlich nicht wissen, ob der jetzt weiterfährt, noch eine Runde. Er fährt noch eine. Ja, im ersten Sektor ist er 5 Zehntel hinter dir. 25,8 gefahren. Das ist auch für ihn langsam. Also keine Verbesserung. Okay. Du hast 29,7 im zweiten. Ja, Maldonado 29,9. Und dann sind die im letzten Sektor relativ flott unterwegs. Muss man mal gucken, was er jetzt hat im zweiten. Ich komme nicht mehr drüber. Hat gereicht, wie es mir scheint. Ja, hat's. Und der hat sich nie mehr verbessert. Schön, die Rest hat plus 10. Oh, die bekommen Strafen. Wunderbar. Knappe Geschichte. Ich weiß nicht, was ich da jetzt hatte. Also wirklich keine einzige ordentliche Runde bekommen. Ja, ich glaube, ich weiß vielleicht ein bisschen eine Erklärung. Es war kalt, ne? War keine Sonne da. Das überträgt sich natürlich sofort auf die Straße. Ne? Ist natürlich dann nicht so hohe Asphalttemperatur wie vorher. Das rutscht natürlich dann auf den härteren Reifen natürlich noch mehr. Das stimmt, ja. Logisch. So, wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir noch 16 Autos, logischerweise. Aber ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen vermessen, jetzt hier nochmal mit den härteren rauszufahren. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Oder zumindest, sagen wir mal, sinnvoll. Mhm. Weil die werden das alle halt machen. So, ich stelle mal hier hoch. Ich habe auch so das Gefühl, dass ich während der Aufnahme, dass das Spiel nicht ganz flüssig ist wie ohne. Möglich. Irgendwie. Kann ja alles sein, ne? Ist der liebe PC ein bisschen zu schwach? Tja, kommt er bald ins Altenheim, muss einen neuen holen. Wenn mir einer einen schenkt, sehr gern. Ja, ich habe leider nichts mehr zu verschenken. Jetzt mal davon abgesehen, irgendwelche alten Krücken, ne, die halt noch hier rumstehen. Aber sowas kannst du ja nicht wirklich gebrauchen. Du willst ja einen Fortschritt. So ist es. Rückschritt brauchen wir nicht. So, wenn ich mal gerade hier so überlege, wer ist denn jetzt hier raus? Also die, ja, 7 Stück. Deswegen, also denke ich mal, jetzt kommt der nächste. Dass die jetzt alle rauskommen. Die manchere ich mich jetzt auch mal. Arsch, bleib halt mal da. Dass die mir jetzt nicht vor die Nase fahren, die jetzt eben raus sind. Dass das noch passt. Ja, Arsch, bleib halt da. Das ist ein gutes Stichwort, aber meistens hält er sich nicht dran. Nee. Der kommt hier sehr, sehr ordentlich. Also das ist jetzt das erste Mal, wo mir ABS so richtig abgeht. Auch beim Anbremsen und so, ja. Das ist schon Luxus. Schonzeit ist vorbei. Genau. Welpenschutz für Barney gibt's nicht mehr. Gehen mal, wer die da hinten sind. Ob es Leute sind auf einer schnellen Runde oder ob die auch aus der Box kommen. Schwer zu sagen. Oh! Ach komm, Werne! Du dummer Vogel, du dummer. Und hol mit Rauer. Fährt mir da vor mir genau vor die Karre und ich muss so ausweichen und ich komme natürlich komplett aus Gras. Ja, die Runde ist im Arsch. Das ist immer das, was ich sage. Die KI ist wirklich unterirdisch, teilweise in der Situation immer noch.
Ich glaube, der erste Sektor, der war nämlich gar nicht so schlecht. Ja, der warst du eben auf jeden Fall stark im ersten Training oder Q1. Merkst du schon auf den gelben Reifen? Die gehen schon ein bisschen besser, ja. Schönes Kehrs mitgenommen. 36,8 ist klasse, was der fährt. Der Herr Sebastian. So ist brav, Button. So lobe ich mir das. Tja, die sind nicht alle bescheuert. Es gibt hier so ein paar Idioten quasi, die wirklich permanent aus der Reihe tanzen müssen. Sogar die Sonne wieder ein bisschen. Bisschen viel. Was ja nicht schlecht ist. Absolut. Ah, verbremst. Verdammt. Welches ist dein Problemsektor? Der dritte? Ja, ich kann man schlecht sagen. Dritte ist auf jeden Fall der langsamste, ja. Mittlere ist auch so ein Ding. Jetzt im ersten war ich gerade 2 Zehntel hinter dir oder 3. Ja. Aber deine Zeit ist ja auch ungefähr abnormal schon wieder. Ja, vom Gefühl her hätte ich mir das hier. Ich habe zwar gedacht, dass es schnell wäre. Aber nicht so viel. Also wie gesagt, die erste Runde war die Zeit, die normalerweise nie so schnell ist bei mir. Also ich habe meistens so, dass ich mich dann schnell verbessere nochmal. Kann man schon nicht meckern. Ja, ich glaube, das Spiel ist aber noch nicht so ganz ausgebalanced. Um das mal so zu sagen, weil ich habe teilweise, wenn ich in die Box fahre, dann droppt es bei mir richtig. Dann habe ich nur noch 30 Bilder. Und dann, wie gerade jetzt, ganz normal bleibt er bei 60 konstant. Ne? Das ist halt einfach schön anzugucken, aber... Tja. Ach, nimmst du mit 60 Bilder auf? Eigentlich nicht. Aber er bleibt bei 60 teilweise. Okay, bei mir ist er konstant immer 30 eigentlich. Jetzt ging er mal kurz auf 50 hoch, wie mich die Jungs hier reinschieben in die Box. Ein bisschen sprunghaft, der Kumpel. Jetzt ist er auf 41, wieder runter. Naja. So, dann gucke ich doch mal ins aktuelle Klassement. Also du, 4 Zehntel vor Hamilton und Vettel. Aber das ist auch schon wieder so ein Riesensprung. Und ich muss halt sagen, hinter mir ist halt aktuell noch Button. Und wer ist der Teamkollege von Button? Perez. Der ist auf 9. Der ist vor mir. Ich glaube, ich weiß, wo meine Zeit herkommt. Ich glaube, das ist die Gerade. Ich glaube, das ist einfach die Höchstgeschwindigkeit. Du bist im letzten Sektor eine halbe Sekunde schneller. Also ich habe mir das Auto so eingestellt, dass ich wirklich absoluten Topspeed habe auf der Ecke, auf der Geraden, weil die ziemlich lang ist. Und vorher das Stück, diese, wie sagt man, in Schneckenform,
die fördert es ja auch schon so ein bisschen. Und das ist ja eigentlich auch schon Vollgas. Mhm. Ab einem bestimmten Punkt. Das ist dann wirklich, ich schätze mal, so ungefähr 15 Sekunden werden wir wahrscheinlich da schon auf Vollgas fahren. Höchstgeschwindigkeit. Ich denke mal, das ist das Geheimnis momentan. Dafür hast du natürlich dann auch in den ersten Sektoren, sagen wir mal, ein bisschen mehr zu rutschen, ne? Ja. Das ist wohl wahr. So, Perez drin, du drin, ich drin. Ansonsten fährt, glaube ich, relativ viel. Naja, das Sutil auch noch in der Box. Ja, ich schere mich jetzt aber gerade auch wieder raus. Weil wenn der Button nämlich kommt, dann bin ich raus aus dem Business. Ja. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, was die Force India noch zu leisten imstande wären. Hab nicht drauf geachtet, wo die eben in Q1 standen, zeitmäßig. Und Hülkenberg war vor uns. Der Hülkenberg ist sauber. Ach, ja, also Scheiße. Sutil und die Resta, das sind die Force India. Stimmt. Ich bin immer noch drauf, dass Hülkenberg bei Force India genau, ist. Genau, letzte Saison hier. Ja, ja. F1 2012. Ja, der Button, was macht er? Der fährt einen relativ super ersten, nee, nicht ersten, zweiten Sektor. Persönliche Bestzeit, der erste war aber relativ langsam, da ist er nur 26.0 gefahren. Da bist du ja schon eine halbe Sekunde schneller. Wie viel war er im zweiten schneller wie ich? Da hat er 29.5, ich sehe bei dir aber jetzt nicht deine Bestzeit. Ach so. 29.5, Das ist aber relativ schnell, das ist quasi Alonso-Rosberg-Niveau. Okay. Kommt's jetzt im letzten drauf an? Scheint's ich werde ja wahrscheinlich gleich auf die 11 ploppen. Noch bis zu 10. Das dauert hier echt lange, bis der letzte Sektor angezeigt wird, weil der wirklich der längste ist von allen. Button, ja, die 43.3. Ne, ist nicht schneller gefahren. Letzter Sektor war für die Tonne, sozusagen. Freut mich. Lang ist es ja auch nicht mehr. Jetzt hat er einen ersten Sektor gefahren, der schlecht war. 25.6. Der hat 25.5. Kommt jetzt halt drauf an, was er jetzt im zweiten fährt. Für eine Zeit, ob er die Nummer bringen kann. Weil logischerweise auch seine Reifen natürlich dann älter werden, langsamer werden. Wir dürfen aber auch den Force India nicht vergessen, den die Rest dann, ne? Der ist auch schnell gewesen jetzt, wo der Sektor, konnte es aber nicht halten. Letzter Sektor war auch wieder langsam. Momentan tun die sich echt im letzten Sektor so schwer. Ich denke mal, von weiter hinten kommt auf jeden Fall keiner mehr. Also ob das jetzt Gutierrez ist, der fährt ja sowieso rein. Sutil ist jetzt rausgefahren. Nochmal. Ah, scheiße, die Kurve habe ich mal verkackt. Ach, das ist momentan alles weiß. Also egal, bei wem du guckst, alles... Ja gut, nee, der Weber nicht, aber ansonsten... Ansonsten alle. Massa fährt auch rein jetzt. Der Button ist immer noch 11. Beruhigt mich ja. Das Problem an der ganzen Sache ist halt wirklich nur, wenn der Perez 37.9 fahren kann. Da kann das der Button normalerweise auch. Ich würde sogar sagen, noch ein Stück schneller. Ja. So, die Jester hat aufgegeben. Der fährt jetzt in der Box. Sutil ist ja noch draußen. Bei dem weiß man nicht so richtig, was macht er, aber das ist auch relativ eng. Oh, erster Sektor beschissen, glaube ich. Ich sehe ihn noch nicht. Jetzt habe ich einen 25.9. Er ist auf jeden Fall weiß angezeigt. Und jetzt dreht's mich. Oh. So, gleich mal auf Mager stellen hier, dass ich vielleicht danach noch eine fahren kann. Wir haben noch 1,30. Mhm. Du bist ja schon ein bisschen auf der Runde, von daher dürftest du eigentlich hinhauen. Button fährt rein. Der hat keinen Bock mehr. Schön. Sutil ist auch langsam, letzter Sektor.
Ich glaube, so viel kommt nicht mehr. Also wenn, dann höchstens noch der Sutil von hinten. sieben erster Sektor. War nicht sein Bestes. Das heißt, er ist ja schon schneller gewesen. So, müsste eigentlich gleich erst, wo der Sektor angezeigt werden. Ist ja nicht so lang, das Ding. 29,9. Ist das schnell? Mm-mm. Für ihn nicht. Also er ist da schon schneller gefahren. Hat auf jeden Fall weiß unterlegte Zeit. Und ich bin raus für Bremser. Also ich werde nicht mehr schneller fahren. Tja, ich glaube, du hast dir echt eine Puntlange nochmal wieder hingebracht. Eben 16. weitergekommen, jetzt 10. Genau wie dich so, was du brauchst. Eieieiei. Jetzt muss ich natürlich die Runde hier noch zu Ende fahren. Er hat auf jeden Fall hingehauen. Die haben sich da auf jeden Fall nicht mehr verbessern können. Aber wir haben jetzt Gutierrez auch noch mit einer plus 10. Okay. Weil die stehen ja eh hinter uns. Also 14 und 12. Wer hat eine plus 10? Der Gutierrez und? Die Resta. Die Resta. Mhm. Auf jeden Fall wieder stark Hülkenberg. Das Ding da wirklich auf 8, den Sauber hier reingeschleppt. Und das ist wirklich nicht schlecht, also der ist 37,5 gefahren. Das ist ordentlich, durchaus. Wo ist dein Teamkollege? Raus. Das war der Gutierrez auf der 14. Ah ja. Habe immer die Teams noch nicht so ganz im Kopf. Ja. So, ich bin durch die Runde, wunderbar. Das heißt, wir kommen beide Q3. Gott sei Dank. Sehr schön. Ansonsten hat keiner plus 10, glaube ich. Nur die 2, ne? Ja, genau. Also vorne alles in Ordnung, würde ich mal sagen. Wunderbar. So, wie gehabt. Reinsetzen, Klappe halten, angeschnallt werden und möglichst danach schnell fahren. Gucken, was haben denn meine Reifen von eben? 86%. Und wenn ich mich da nicht unbedingt sehr viel vertan habe, war das, glaube ich, nur eine schnelle Runde. Das kann gut sein. Und halt eben die Outlap und Inlap, ne? Ah, dieser Sound, Leute, hört euch das einfach an. Das ist einfach göttlich. Track is pretty empty right now, lots of space. Ich habe mir gerade so ein bisschen die Reifen angeguckt und habe das mal gelesen, was drunter steht. Das macht es Sinn. Also die weichen Reifen haben eine Lifespan, also Lebensdauer, von 9 Runden. Und Additional Grip, das heißt also wirklich zusätzlichen Grip, das heißt, dass wenn sie neu sind, eine Runde wirklich nur. Also das heißt, es nützt nichts, wenn du mit den Dingern 2 Runden fährst, 2 schnelle. Weil der hat schon in der 2. Runde diesen zusätzlichen Haftungsbonus nicht mehr. Okay. Und bei den anderen Reifen sieht es nämlich so aus, dass die normalerweise 15,5 Runden halten sollen bei den weißen. Und 0,5 Runden. Also du hast für eine halbe Runde wirklich mehr Grip als beim angefahrenen Reifen. Ist natürlich nicht jede Menge, ne? Nee. Das ist richtig.
So, wollen wir mal gucken, was machen wir? Natürlich einen neuen nehmen, wir haben ja noch. Wir haben ja einen gespart im Q1 und im Training. So, jetzt kommen die Karte alle hier vorbei. Dann denke ich mal, ist jetzt endlich ein perfekter Zeitpunkt, um rauszufahren. Bis ich dann nämlich draußen bin, sind die wieder einigermaßen weit weg. Und es sind halt eh nur noch 10, ne? Das macht es halt alles einfacher. Klar, da ist nicht mehr so viel los, das merkst du, im Gegensatz zu Q1 natürlich. Ich sollte mal wieder aufpassen hier vorne mit Linie. Da vorne haben wir gerade den letzten gesehen, der rausfuhr. Dann kommt wieder einer. Fährst du schon schnelle? Bin dabei, ja. Wie schnell wird, das kann ich natürlich noch nicht so sagen. Immer schön dran denken, ne, auf Fett zu stellen. Hab ich ja. So, ich bin jetzt auch drüber. Bisschen unrund. Das war nicht schlecht. Ach, du bist so schnell, das ist voll unfair. Willst du aber erst wieder einschalten? Nein, kann man ja gar nicht. Ich hab das ja weggemacht. Ich hab das ja quasi gebannt. Weiß ich nicht, so, ich bin auf jeden Fall wieder in der Box. In der Box. Wie sieht's mit deinem Topwert von Geschwindigkeit? War immer noch so langsam. Ja, Topspeed. Unter 3,20. Das Blöde ist, du kannst es jetzt nicht mehr ändern, weil es ja der Parc Fermé ist, ne? Das ist das Blöde. Das ist richtig. Und
das hat sich wahrscheinlich wirklich als Schlüssel rausgestellt. Tja, wenn es jetzt hier Facebook wäre, würde ich jetzt sagen, gefällt mir. Oh je, oh je, oh je. Nee, ich weiß aber selber auch nicht, wo es herkommt. Das sind schon ordentliche Zeiten, die du hier präsentierst. Halleluja. Aber das ist halt wahrscheinlich wieder der letzte Sektor. Ich habe nämlich gesehen, wo ich auf der Runde war. Ich war eigentlich in den ersten beiden Sektoren hinter der Bestzeit. Zwar nicht viel, aber auf jeden Fall dahinter. Und dann kam wieder der Vollgasabschnitt. Sieht man nämlich hier. Ich habe 25,2. Da ist der Hamilton schneller. Sogar der Vettel im ersten Sektor relativ dicht dran. Und dann im zweiten, das ist gut, das ist 800stel auf die beiden. Die sind fast gleich schnell im zweiten Sektor gefahren. Dann ist es am Ende 6/10 auf beide. Der letzte Sektor. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, wenn du so viel da rausholen kannst, ganz klar. Aber bei dir, das sieht man ja, ne? Der zweite Sektor ist 29,2, das ist 1/10 nur hinter mir. Und genauso auch hinter den Jungs ganz vorne, ne? Hamilton, Vettel. Mhm. Ich wollte mal in den Reifen gucken, wie jetzt nach dem ran aussah. Ja, 1% mehr als vorher, also relativ ähnlich. 86%, 87% jetzt. So, gucken wir wieder rein hier. Erster sagt, das ist jetzt super bei dir. Wie ich sehe. Hm. Der zweite auch. Und jetzt kann ich nicht mehr gucken. Jetzt kann ich jetzt Spectate machen, aber da weiß ich jetzt nicht, wie ob ich dich da finde. Ja, es hängt. Jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm, als ich das Auto wechseln wollte. Mag er anscheinend nicht so richtig. Gut, gucken wir uns das hier an. Mal gespannt, wo du hinspringst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch so weit vorspringe. Ja, die ersten beiden Sektoren waren klasse. Ah, zwar nochmal verbessert von der eigenen Zeit her, aber der letzte Sektor ist einfach... Was wieder? Nix. Niente. Nee, das ist echt nervig dann, wenn einfach die Gerade runter so viel verlierst, weil du so langsam bist. Das hatte ich ja letztes Jahr bei unserem Witzrennen da in Indien. Hm. Stimmt. Das stimmt, kann ich mich erinnern. Da glaube ich, wartest du 309 Topspeed, ja, oder so. Genau. Das ist natürlich gar nichts. Nee, aber ansonsten von meiner Seite aus Gratulation zur dritten Pole in Folge. Danke, Mann. Schaut richtig, richtig gut aus. Also wieder mit einem sehr schönen Abstand da Platz 1 gesichert. Erste Startreihe mit Lewis Hamilton zusammen. Gefolgt dann von Vettel, Alonso, Rosberg, Webber, Massa, Hülkenberg. Natürlich erfreulich in den Top 10 auf Platz 8. Und ja, dann letztendlich noch Perez vor mir. Ja, ich denke, wir haben letztendlich dann eigentlich eine ordentliche Ausgangsposition fürs morgige Rennen um 14 Uhr. Natürlich auf unseren beiden Kanälen, ganz klar. Und von daher würde ich eigentlich sagen, können wir uns fürs Qualifying erstmal verabschieden.
So machen wir das. Ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Wir sind quasi das Sandwich für die anderen Autos. Ein schwarzes Auto vorne, ein schwarzes Auto dann auf der 10. Schön eingerahmt. Und ich bin mir sicher, je nachdem beim Start, Barney, der startet immer sehr gut. Und dass er da schon auf jeden Fall ein paar Autos kassieren kann. Und dann gucken wir mal. Wird auf jeden Fall spannend. Bis morgen, Leute. Macht's gut.